Einen wunderschönen guten Tag. Was geht? Willkommen auf meinem Channel. Ich wollte mich mal kurz hier ein bisschen auslassen über Gott und die Welt, beziehungsweise über Corona und die Welt. Und zwar müssen wir ab dem 2.11. schließen, alle Tattoo-Studios, die deutschlandweit existieren. Ich will euch nur mal vermitteln, so ein paar Sachen, die mir halt so im Kopf rumschwirren. Ich muss das halt loswerden und ich finde, es gibt bestimmt ein paar da draußen, alleine schon unser Team und unsere Stammkunden, die das wissen wollen. Wir müssen schließen ab dem 2.11. und haben auch den kompletten November geschlossen. Ja, wir sollen schließen, müssen schließen. Warum? Geht natürlich darum, das Thema Corona, weil hier Ansteckungsrisiko hoch 10 herrscht. Wie ihr sehen könnt, ist hier alles voll mit Menschen. Und wir sind ja eine Teenager-Hochburg. Und morgens kommen ja, weiß ich wie viele Leute schon hier rein. Also eigentlich alle Teenagers aus Friedrichshain, Pankow und Prenzlauer Berg und so und treffen sich alle in Tattoo-Studios morgens. Und ja, jeder wird dann nach alle 5 Minuten tätowiert. Also sprich, was ich damit sagen will, ist, wir haben so am Tag ungefähr so 8000 Kunden. Nein, natürlich nicht, Mann! Nein, was ich damit gerade sagen wollte, ist, das Ganze ist natürlich nur ein Scherz gewesen. Tja, ja. Ich könnte platzen, übrigens gerade vor Wut, weil ich gehört habe, dass wir wirklich schließen müssen. Ich verstehe absolut gar nicht, warum. Wieso müssen wir schließen? Ey, hier herrschen, tut mir leid, aber hier herrschen wirklich Regeln wie in einem Krankenhaus. Ja, hygienemäßig gesehen ist das hier eigentlich das A und O. Und erster Stelle kommt natürlich das Krankenhaus, was so mit den Hygienevorschriften und so alles mit sich auf sich bringt so. Aber danach kommen schon wir. Also wir reinigen jeden Tag unseren Platz, auch jedes Mal nach einem Kunden, haben Mundschutz auf schon generell, eigentlich schon weiß ich was, vor Corona-Zeiten, wenn wir ein bisschen krank sind oder halt schon merken, okay, ich habe Schnupfen, damit wir nicht aufs Tattoo rotzen. Wir haben Einwegnadeln, Einwegbesteck, Einweggriffe, wir haben alles, was es so gibt, wir haben Tüten, womit alles eingepackt wird und ja, klar, wir tätowieren zwar an Körperstelle, aber hey, dafür gibt es doch den Mundschutz und Co. Ich verstehe das Ganze nicht. Ich meine, wenn doch ein Kunde von uns krank ist, dann sagt er den Termin ab. Sprich, Ansteckungsgefahr ist nicht da, ist nicht gegeben. Wir müssen trotzdem schließen. Warum? Ich kann es mir selber nicht ganz beantworten. Also was ich jetzt damit sagen will, ist, ich finde es leider nicht fair. Es gibt halt Menschen, klar, die verdienen damit ihr Geld, die selber überhaupt gar nicht tätowieren, aber einen Laden haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Die verdienen damit sehr viel Geld. Und die meine ich aber damit nicht. Was ich damit sagen will, ist, es gibt Leute wie ich, die verdammt viel Leidenschaft an so einem Bild haben und die sehr gerne tätowieren, weil sie die Kunst lieben und die Kultur drumherum. Also was ich damit sagen will, ist, ich lebe diesen fucking Lifestyle in Sachen Tattoos. Und mir wird gerade ein Stück Fleisch aus meinem, beziehungsweise heißt Fleisch, mir wird gerade mein Herz rausgerissen. Ja? Mir wird wirklich mein Herz rausgegrissen und ihr trampelt schon wieder drauf rum. Diese ganze Corona-Fucking-Scheiße, das wusste ich schon, dass der zweite Lockdown kommt. Das wusste ich schon, da war Corona, beziehungsweise war der erste Lockdown noch nicht mehr da. Ja, der war kurz davor, weil ich kann euch sagen, dass im Januar schon die ganze Scheiße hier losging. Und im März erst denn hier, glaube ich, der erste Lockdown war. Und dann, ja, hat es ja so langsam wieder ein bisschen, ne? Ging es wieder so, haben sie alles wieder langsam geöffnet. Das liegt aber auch daran, weil die Temperaturen einfach wärmer wurden. Was ich damit sagen will, ist, du kannst es gar nicht verhindern, weil sobald Winter wieder einbricht und die Temperaturen rapide sinken, das ist gerade der Fall. Wie viel Grad haben wir gerade? Ich glaube, 10 oder so. Dann passiert sowas. Ganz normal. Ich bin aber auch kein Arzt und kein Wissenschaftler und ist mir auch eigentlich alles völlig egal. Ich will einfach nur draußen den Leuten gerade das klar machen, die sagen, ey Mensch, ist da noch ein scheiß Tattoo, fertig, aus, Ende, ist mir doch egal, ob das zuhört oder nicht. Ich weiß, es gibt da draußen so eine Menschen, die halt erstens jemanden was nicht gönnen und zweitens, denen es nicht interessiert, diese Körperkunst. Aber vielleicht interessiert euch es ja draußen, beziehungsweise auch den lieben Politikern, ich will euch mal was klar machen. Und zwar, ihr denkt wahrscheinlich, es ist wieder eine Teenager-Hochburg hier. Alle kommen vorbei und nur junge Leute lassen sich hier tätowieren und die gehen ja sowieso mit dem ganzen Corona-Thema ganz anders um und scheißen drauf und lassen sich einfach tätowieren, obwohl sie krank sind und so weiter. Ich kann euch sagen, das ist nicht der Fall. Ich kann euch sogar sagen, dass zum größten Teil es meistens die Älteren sind, die hier drin sind. Mit Älteren meine ich wirklich so von 30 bis 60. Die tätowieren wir eigentlich eher. So diese ganzen jungen Leute, das ist alles,
Ja, klar, also die sind natürlich auch hier, gar keine Frage. Oder sagen wir mal so, es ist einfach wahnsinnig gemischt und ich glaube, das wissen da draußen einfach viele nicht. Es ist ein gemischtes Publikum, was wir hier tätowieren und ich will einfach nicht, dass Leute, die das jetzt gerade draußen sehen, dieses Video, ich will nicht, dass ihr denkt, dass es hier einfach nur so ein Teenager-Kram ist, den wir hier machen. Mann, das ist eine Kunst, es gibt Menschen, die verarbeiten damit verdammt viel in ihrem Leben, wie ein Todesfall in der Familie, wie eine heftige Krankheit, die jemand hatte oder hat. Oder halt, wie auch immer. Oder ich zum Beispiel, ich, der das ausführe, ja, ich als Tätowierer, ich brauche das, das ist meine Therapie. Ich war früher suchterkrankt, ich bin immer noch suchterkrankt. Ich habe unfassbar viele Drogen für meinen Körper, für meinen, wirklich für mein Wohlbefinden war das zu viel. Andere würden jetzt sagen, ja, ging doch noch. Aber für mich war es zu viel, es hat mich gefickt. Und was ich damit sagen will, ist, ich brauche das Tätowieren. Mir wird es jetzt gerade genommen. Und ich weiß, ich bin nicht der Einzige damit. Alleine schon Leute, die halt das verarbeiten müssen, die halt diesen Kick brauchen auf der Haut, die ein neues Bild brauchen, die, ich meine, es sorgt für ein Selbstbewusstsein, es sorgt für ein anderes Ansehen, es sorgt für eventuell, dass du dich anders öffnest, der Lifestyle kann es ändern, es kann so viel, es gibt so viele Faktoren, die dein Leben wirklich, also die Tattoos beeinflussen damit dein Leben, würde ich gerade damit sagen. Es gibt Leute, die haben einen komplett neuen Abschnitt, wenn sie sich tätowieren lassen, sie sind einfach neue Menschen, die du nicht wiedererkennst. Und ihr da draußen, habt uns das wieder einmal genommen. Und ich verstehe halt nicht wieso, weil hygienemäßig sind wir an oberster Stelle. Und wenn du den Vergleich ziehst mit einem Friseur und einem Tattoo-Studio, tut mir leid, aber ich verstehe es. Man braucht eine Frisur, obwohl man meiner Meinung nach auch mal 3, 4 Wochen nicht zum Friseur muss. Deswegen ist es da wieder so ein Zwiespalt. Aber ich sehe das Tätowieren eher an oberster Stelle als den Friseur, was die Hygiene betrifft und das Ansteckungsrisiko, weil bei dem Tätowierladen gibt es am Tag vielleicht, lass es jetzt, ich übertreibe jetzt, also so ist es jetzt bei mir und ich weiß, dass es bei anderen vielen auch so ist. Und obwohl, ich rede mal für die Mehrzahl. Ich denke, in so einem Tattoo-Studio sind, wir reden von einem Tattoo-Studio, wir reden nicht von einer Riesenorganisation wie Heaven of Colors, ja, die vertreten sind und ganz viele Tattoo-Artisten aus vielen Ländern haben, wobei das wahrscheinlich auch schon gerade eingeschränkt ist und schon lange. Jedenfalls sind da nicht mehr als 10 bis 15 Leute, die am Tag tätowiert werden. Wie bei uns zum Beispiel. Also hier werden, wie viele waren es denn heute? Eins, zwei, ach Mensch, drei Menschen wurden heute hier tätowiert. Hey, drei Tagessitzungen sozusagen. Ja, da ist die Ansteckungsgefahr meiner Meinung nach, ja, nicht gegeben. Kotzt mich auf jeden Fall krass an, das Ganze. Sportstudio ist ja auch wieder geschlossen, das verstehe ich aber auch. Ja, da ist die Ansteckungsgefahr riesengroß wegen dem Schwitzen und Co. Und da gehen auch die Leute rein und raus. Aber mit den Tattoo-Studios kann ich halt nicht nachvollziehen und ich wollte jetzt unbedingt meinen Senf dazugeben, weil ich finde, das ist mir einfach wichtig. Und ich wollte den Leuten da draußen das gerne zeigen, den einen oder anderen, der halt politisch gesehen da das Ganze mitgeht. Also sprich, der sich dafür interessiert oder halt der auch der Meinung ist, Tattoos, scheiß auf Tattoos oder scheiß auf das, was ihr da macht, ist doch nicht so schlimm, wenn ihr schließt, guckt euch mal lieber andere an. Klar, gar keine Frage, Gastronomie und so ist genauso schlimm, dass das alles zuhört, aber ich will dir halt einfach nur gerade vermitteln, denkt nicht einfach nur, es ist ein Tattoo. Es ist nicht nur ein Tattoo. Hinter so einem Tattoo steckt verdammt viel. Dieses Tattoo ist, es ist ein neues Leben. Es ist ein, wie ein Kind, was geboren wird, wenn du ein neues bekommst. Das ist. So sehe ich das und ich weiß, dass das andere auch so sehen. Viele. Es macht uns anders. Be different an dieser Stelle. Es macht uns anders. Und das ist auch das letzte Wort dazu. Ich hoffe nur, dass das richtig ist, was ihr da getan habt, weil ich bin der Meinung, es wurde auch erzählt von diesem Jens Spahn, dass Einzelunternehmer und sowas alles nicht schließen mussten. Generell auch Leute, die halt mit dieser Hygiene viel zu tun haben. Aber jetzt ist es doch wieder so. Ich weiß auch nicht, was dahinter steckt. Jedenfalls stellt mich auch nicht irgendwie dar, als wäre ich irgendwie einer von diesen QAnon oder irgend so ein Querdenker oder weiß ich was. Nein, mit dem ganzen Kram will ich gar nichts zu tun haben. Ich will einfach nur das kurz, wollte ich das loswerden und das ist auch wirklich jetzt hier das Schlusswort. Das war's, Feierabend, Albtraum. Ich hoffe, wir überleben das, beziehungsweise überstehen das. Das meine ich jetzt mit dem Laden gesehen, dass man den nicht schließen muss, komplett für immer, weil dann kann es sein, oder ich weiß es sogar, dass der ein oder andere darüber sehr traurig ist und ich auch zum Beispiel und wieder vielleicht auch eventuell zurück auf die Straße muss. In diesem Sinne, Peace, bis denne, Antenne.